auch von hier ein ganz herzliches Willkommen an Sie alle draußen an den Bildschirmen beim ersten Online-Forum Digitale Verbandskommunikation bei der DIVECO 2020. Ich habe die große Freude, Sie heute zu begleiten durch den Tag und diese Veranstaltung zu moderieren. Herr Weber, ganz herzlichen Dank. Ich glaube, eine ganz wichtige Sache, die wir ungewollt auch mitgenommen haben aus der Präsentation, ist der Zusammenhang von Marke und Klicken. Auch er ist digital zugeschaltet. Ich kann ihn sehen und ich hoffe, er hört mich. Was tun Sie, wenn ein Verbandsgeschäftsführer zu Ihnen sagt, Marke, ach, bei uns funktioniert das doch nicht. Was sagen Sie ihm? Die Regie ist ja das, was so das Herzstück eines Films und auch eines gelungenen Events ausmacht. Und ist das nicht eine fantastische Kulisse? Herr Maul und Herr Schumacher haben es vorhin gesagt, sie können auch im Wald, Hauptsache Strom ist da. Unternehmen schicken ihre Mitarbeiter ins Homeoffice, was aber machen Verbände? Da sind wir wieder mit den Fragen und Antworten und ich muss sagen, ich finde dieses Bild einfach großartig. Ich bin gnadenlos begeistert, weil ich das auch so noch nie gesehen habe, dass dann die digitalen Teilnehmer zusätzlich eingeblendet werden. Ja. Wir haben eine brillante Frau gleich auf der Bühne. Und wenn Sie sie googeln oder LinkedInen, ich weiß gar nicht, wie das genau heißt, dann wird Ihnen sofort eins auffallen. Ihr Nachname hat drei große Buchstaben und die sind sprichwörtlich, nämlich für Ihre Intention, Sie auch zu Gewinnern zu machen. Sagen Sie ein herzliches Willkommen an dieser Stelle für die Top-Beraterin Ulrike Winzer. Bitte schön. Und das hat gezeigt, dass wir in Deutschland im Thema Digitalisierung hinterherhinken und dass ganz viel Nachholbedarf ist. Und das wird aus meiner Sicht dazu führen, dass die Nachfrage nach IT-Spezialisten noch mehr steigen wird. Dann kommt der ITler, das unbekannte Wesen. In den Fernsehkrimiserien, die kennen Sie wahrscheinlich alle, da heißen die Dinger immer Profiler. Ne? Und wir geben jetzt das Profil raus. Stellenanzeigen ist mein persönliches Lieblingsthema, weil Stellenanzeigen, die sind einfach grottenschlecht. Die meisten zumindest. In mancher Todesanzeige ist mehr Leben als in so mancher Stellenanzeige. Experimentieren Sie, dann sind Sie vorne mit dabei, so wie Sie jetzt und heute hier auch bei diesem hybriden Event ganz vorne mit dabei sind. Vielen herzlichen Dank. Bis gleich.